Die Trauer ist noch immer zu spüren. Heute, 7 Jahre später, am Tatort gegenüber vom Olympia-Einkaufszentrum in München. Hier hat vor 7 Jahren ein 18-Jähriger 9 Menschen erschossen. Ein rassistischer Anschlag, an den heute erinnert wird. Ich bin froh, dass wir heute wieder so viele Angehörige der Opfer hier haben, weil diese Gemeinsamkeit hilft ihnen, dieses schreckliche Thema zu verarbeiten, weil wir es nie vergessen können. Zum ersten Mal haben die Familien der Opfer die Gedenkfeier maßgeblich selbst mitgestaltet, zusammen mit der Stadt München. Schon am Nachmittag vor der offiziellen Gedenkfeier zog ein Demonstrationszug mit über 300 Teilnehmern durch Moosach. Mit dabei sind auch die Angehörigen der Getöteten. Ja, wie soll es mir gehen? In uns brennt ein Vulkan, aber trauern und heulen bringt nichts. Wir müssen für unsere Geliebten einfach alle kämpfen. Gemeinsam fordern sie, dass das Attentat als rechter Terror benannt und anerkannt wird und dass dieses Verbrechen nicht als Einzelfall gesehen wird. Zurück zur Gedenkfeier. Hier sprechen heute Abend nicht nur betroffene Familien aus München, sondern auch Angehörige anderer rechter Anschläge aus Deutschland. Gemeinsam wollen sie heute der Opfer gedenken.